Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen zu Yank Unit 91 Wrestling Talk. Sonntag, am 3. April ist es soweit. Von Sonntag auf Montag abends WrestleMania 32. Wir haben insgesamt 11 Matches mit der Pre-Show zusammengerechnet. Wir haben Leitern, wir haben Hell in a Cell, wir haben Diven, wir haben Championships, wir haben Battle Royale und vieles mehr. Heute besprechen wir die Kämpfe, wer gegen wen kämpfen könnte und was so passieren wird, also eine Art Spekulation. Die Reihenfolge der Kämpfe, die wir jetzt besprechen, ist noch nicht fest. Ich habe sie mir selber erstellt und so oder ähnlich könnte es auch bei WrestleMania 32 sein. Und wir beginnen jetzt mit der Pre-Show. Wie WWE üblich gibt es vor der eigentlichen Show eine Show. Das nennt man Pre-Show und diese wird um 23 Uhr deutscher Zeit beginnen. Insgesamt wird die Pre-Show 2 Stunden lang gehen. Wir haben 4 Kämpfe, Gerede und eventuell auch Highlights aus der Hall of Fame. Fangen wir an mit dem ersten Kampf. Da stelle ich mir vor, dass wir WrestleMania Pre-Show Match beginnen mit den Usos gegen die Dudley Boys. Und hier werden die Usos gewinnen. Das Ganze liegt einfach daran, dass ich mir denke, dass die Dudley Boys sagen, okay, wir sind alte Hasen, wir bringen die Usos mal ein bisschen over, rüber beim Publikum, die kommen mal gut an. Und dann können die in der Zukunft halt wieder große Matches bestreiten, große Tag-Team-Matches und beim Titel vielleicht mitmischen, weil die sehr viel Action zeigen werden. Aber die Dudleys werden auch davon profitieren, indem die halt eine Fehde starten könnten. Zum Beispiel könnte es sein, dass Devon gepinnt wird, Bubba Dudley gibt dann Devon die Schuld, die Dudleys trennen sich und Bubba attackiert Devon bei WrestleMania 32 und zieht sehr viel Heat auf sich, kommt also negativ rüber bei den Fans und so haben wir eine Fehde, die Dudleys gegen die Dudleys, Bubba gegen Devon, die Dudleys trennen sich. Und bei den nächsten Pay-Per-View könnte es zum Beispiel ein Table-Match oder sowas geben, wo es wieder extrem wird, weil die beiden kennen sich in- und auswendig und das wäre einfach geil, die Kämpfe zu sehen. Die WWE hat nämlich vor, Bubba Dudley als Solo-Wrestler einzusetzen. Ob das gut ausgehen wird, werden wir sehen. Kommen wir zum zweiten Kampf. United States Championship Match, Kalisto Lucha gegen Ryback Feed Me More. Dies wird ein knapper Sieg für Kalisto sein. Eine Aktion wird das Blatt wenden und Kalisto wird sich den Sieg holen. Der Grund ist eigentlich einfach, die WWE begeht immer wieder eine Anti-Bully-Kampagne. Bully also Leute, die andere Leute ärgern. Und Ryback ist sehr offensichtlich ein Bully. Also der macht Kalisto runter, wie viel wiegst du? 50 Kilo, ich kann dich mit einem Arm Bank drücken. Wie groß bist du? Ich bin mehr als ein Kopf größer als du. Wisst ihr, und Kalisto wird siegen. Das liegt auch daran, dass die WWE einen Ersatz für Rey Mysterio sucht für den lateinamerikanischen Markt und mit Kalisto haben wir einen doppelt so guten Rey Mysterio, weil der ist noch flink im Ring aktiv und Kalisto holt sich das Ding. Match Nummer 3, Schnarch, Total Divas gegen Team Bad, die Namen werde ich nicht vorlesen, denn dieser Kampf ist mir total egal, denn hier gibt es wirklich keine Storyline oder so, die Diven müssen irgendwo reingequetscht werden, wie machen wir das, die greifen sich halt an. Dann nehmen wir einfach das Casting von Total Divas gegen Team Bad. Die Guten gegen die Bösen, langweilig. Ich sag Total Divas gewinnen. Warum, wieso, ist mir scheißegal. Die werden eh gewinnen. So, Kampf Nummer 4. 20 Mann Battle Royale. Andre the Giant Memorial Match. Kane, Big Show, Social Outcast, Mark Henry und alle anderen, die es nicht geschafft haben, sich einen Namen zu machen und bei diesem richtigen WrestleMania teilzunehmen, werden im Ring stehen. Insgesamt 20 Leute, die müssen halt versuchen, wie beim Royal Rumble, sich aus dem Ring zu werfen. Der einzige Unterschied ist, dass alle 20 Leute schon im Ring stehen. Und hier denke ich, dass Kane siegen wird. Als eine Art Dankeschön könnte er gewinnen, weil er in den letzten Jahren sehr aktiv unterwegs war. Corporate Kane, Kane the Big Red Machine. Er hat aber in den letzten Jahren kein Championship gewonnen. Und war trotzdem immer da, ist der WWE sehr lange erhalten geblieben und deswegen denke ich mir, dass dort eine Art Dankeschön rüberkommt, indem Kane das Ganze gewinnt. Ich kann mir aber auch vorstellen, weil die Gerüchteküche am Brodeln ist, dass Cesaro zurückkommt und der würde sich das Ding zum zweiten Mal holen. Das wäre dann halt ein super Push für den Anfang, dass man sagt, okay, Cesaro ist zurück, 20 Mal Battle Royale gewonnen, der ist stärker als eh und je. Das war's dann auch mit der Pre-Show, weg mit den Lutschen, die es nicht zur richtigen WrestleMania 32 Show geschafft haben.
Und hallo WrestleMania 32. Wie üblich wird WrestleMania mit der amerikanischen Nationalhymne beginnen. Die Leute werden wieder ausrasten. Die Hälfte, glaube ich, weil bei WrestleMania 32 ist sehr viel internationales Publikum da, was immer wieder für Stimmung sorgt. Dann kommt Stone Cold Steve Austin rein, redet über seine größten Momente, redet darüber, wie geil WrestleMania immer wieder ist, was hier nicht alles passiert, und dann sagt er: Hier kommt der Typ, mit dem ich lange eine Fehde hatte. Hier kommt der Typ, der härteste, den ich im Ring hatte. Und dann kommt The Rock. Die machen wieder halt bisschen Trash-Talk, bisschen promoten, bisschen halt dafür sorgen, dass die Zuschauer gehypt sind. Und eventuell kommt dann auch ein Shawn Michaels rein, also ein paar Legenden von damals. Und die reden miteinander und sorgen für Stimmung. Das wäre sehr schön. Und dann Match Nummer 1, Singles-Match. Chris Jericho gegen AJ Styles. Die beiden hatten in der Vergangenheit eine Rivalität vom Feinsten. AJ Styles' erste Match bei Raw hat gegen Chris Jericho gewonnen. Chris Jericho wollte seine Revanche bei SmackDown gewonnen. Dann waren die Tag Teams, also das sah so aus, als ob die sich verstehen, und das war ein super Tag Team, muss ich sagen. Und ich finde das auch echt schade, dass sie sich getrennt haben. Doch jetzt bei WrestleMania werden wir sehen, wer ist der Bessere? Chris Jericho oder AJ Styles. Und ich denke mir, dass AJ Styles siegen wird, weil das ist erstens sein allererstes WrestleMania. Zweitens, Chris Jericho hat es nicht so nötig, mehr Siege zu holen. Es ist Chris Jericho. Es ist der böse Chris Jericho und das ist der allerbeste Chris Jericho, den es geben kann. Alles, was er macht, ist einfach geil als böser Charakter. Ich mag den sehr, obwohl ich ihn ausbuhen sollte. Trotzdem denke ich mir, dass AJ Styles siegen wird, weil, wie gesagt, sein allererstes WrestleMania und er muss weiterhin gepusht werden. Ihm fehlt der Push und das allererste Mal WrestleMania-Sieg für AJ Styles. Und Chris Jericho hat das schon mal gemacht. Chris Jericho erklärt sich gerne bereit, andere Leute, neue Leute over zu bringen und gegen die zu verlieren. Wenn man sich daran erinnert, Fandango hat auch Chris Jericho bei WrestleMania, beim ersten WrestleMania besiegt. Aber wer ist Fandango und wo ist der jetzt? Kommen wir zum zweiten Match. Im zweiten Match haben wir ein Divas Championship. Charlotte, Becky Lynch, Sasha Banks. Die drei Diven, die es im Ring drauf haben und deswegen zu Recht bei WrestleMania 32 beim richtigen teilnehmen und nicht so wie die anderen Diven, die einfach da reingemischt werden, weil diese drei, die haben es drauf. Und da denke ich mir mal, dass Charlotte gewinnen wird, dank Ric Flair, dank dem Daddy, der sich dort definitiv einmischen wird, irgendetwas machen wird und sie wird siegen und sie wird aus der Halle rausgebuht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass eine Becky Lynch eventuell gewinnt, aber auch eine Sasha Banks, also das ist sehr offen. Trotzdem sage ich, dass Charlotte siegen wird und mehr Heat bekommt von den Zuschauern und mehr rausgebuht wird. Und dass auch Ric Flair wegen der Aktion auch jetzt ausgebucht wird, weil der wird immer gefeiert, wenn er reinkommt, und das will die WWE nicht, das will wahrscheinlich Ric Flair selber nicht. Auch wenn er sich einen Namen gemacht hat, der Nature Boy, wird der bei WrestleMania irgendeine Aktion ziehen, sodass der von uns allen gehasst wird. Das wäre wunderschön. Nicht, dass ich ihn hasse, aber es wäre gut für seinen Charakter, es wäre gut für die Gimmick. Und es wird ein 5-Sterne-Match zwischen den Diven, definitiv. Dann, meine Damen und Herren, wird es ein Ladder Match geben, damit wieder die Zuschauer gehypt werden. Es wird ein Intercontinental Championship Ladder Match sein. Kevin Owens, der Champion, wird seinen Titel verteidigen gegen Sami Zayn, Dolph Ziggler, Zack Ryder, Sin Cara, The Miz und Stardust. So, wer wird dieses Ding definitiv nicht holen? The Miz, Stardust und Zack Ryder. Die sind schon mal draus. Wer ist Zack Ryder? Der ist nur Ersatz für Neville, um ehrlich zu sein. Und es sind 7 Leute statt 6. Deswegen sind 2 Leute Ersatz. Ich denke mir mal auch, dass Stardust überhaupt nichts mitmischen wird. Und ich denke mir, dass das Ganze knapp sein wird gegen Kevin Owens, Sami Zayn und Dolph Ziggler. Dolph Ziggler wird es nicht machen. Es wird eine Sache zwischen Kevin Owens und Sami Zayn. Ich stelle mir das Ganze so vor, Sami Zayn wird richtige geile Moves zeigen, sodass er auch mal ein bisschen besser rüberkommt bei den Zuschauern, weil bei WWE ist er nicht so gehypt wie bei NXT. Und durch dieses Match kann er sich einen Namen machen und dann wird sich jeder denken, boah, sauber, der verdient es, Champion zu werden. Dann klettert er die Leiter hoch, nur noch der ist im Ring. Doch dann kommt Kevin Owens,
Genau als Sami Zayn am Titel drankommt, Kevin Owens stoßt ihn runter von der Leiter, gibt den Pop-Up-Powerbomb sogar noch in your face. Oder von der Leiter aus, Alter, das wäre geil, von der Leiter aus eine Powerbomb, ne? In your face, Sami Zayn, Kevin Owens ist weiterhin Champion-Fehde für die nächsten Wochen, wenn nicht sogar Monate, weil die beiden kennen sich auch in- und auswendig, sind privat sehr gute Freunde und es wäre ein sehr geiles Match, wenn die sich wirklich die Schnauze einhauen würden, weil die haben, so viel ich gehört habe, immer 10 Sterne-Matches geliefert, wenn die sich getroffen haben. Deswegen Leather-Match sehr geil. Dolph Ziggler, Sin Cara werden auch geile Aktionen zeigen. Zack Ryder sehe ich noch nicht. Bei Zack Ryder wird es wahrscheinlich Anspielungen geben, dass er Champion wird. Aber wird es eh nicht. Wie gesagt, ist nur Platzhalter. Da gibt es auch keine richtige Story. Kevin Owens, Sami Zayn, da gibt es eine Story. Ihr denkt, Leather-Match wäre extrem? Ha. Dann wartet mal ab, was danach kommt. No Holds Barrett Street Match. Dean Ambrose, The Lunatic Fringe gegen The Beast, Brock Lesnar. Und das wird ein Hardcore-Match. Ich denke mir, dass dort, obwohl die WWE ja im PG ist, PG also kinderfreundliche Show ist, denke ich mir, dass wir dort definitiv Blut sehen werden. Wir werden dort definitiv Hardcore-Aktionen sehen, weil ich mir denke, dass Brock Lesnar und Dean Ambrose sich schon abgesprochen haben und gesagt haben, auch wenn wir nicht im Main Event sind, werden wir das beste Match liefern und meiner Meinung nach wird das das beste Match werden. Respekt zu den anderen Wrestlern, aber Dean Ambrose und Brock Lesnar werden mal sowas von abgehen. Und ich hätte mir gewünscht, dass das unser letzter Kampf wird, aber unser letzter Kampf wird ja was anderes. Hier wird jedoch Dean Ambrose gewinnen, aber nicht alleine, nicht aus einer Kraft, sondern dank der Wyatt Family. Die Wyatt Family wird dann fehlen mit Brock Lesnar für die nächsten Pay-Per-Views. Gehe ich mal sehr stark von aus. Und deswegen eine Niederlage für Brock Lesnar wäre dann halt denkbar. Dank der Wyatt Family und dann die Fehde. Und vielleicht mischt auch Dean Ambrose mit, sodass wir ein Trio haben. Ein Dreierkampf. Was noch geiler wäre, wäre zum Beispiel, dass Dean Ambrose sagt, das war kein Sieg für mich. Brock, du hast es richtig drauf, Junge. Du bist richtig krass. Respekt an dich. Brock Lesnar zeigt Respekt an Dean Ambrose. Und die beiden fehlen zusammen gegen die Wyatt Family. Das wäre noch geiler. Das wäre heftig. Wunschvorstellung ist es aber nur. Wie gesagt, hier wird Dean Ambrose gewinnen. Es wird extrem. Wir werden Blut sehen. Endlich. Wieder mal Blut bei der WWE. Kommen wir nun zum nächsten Kampf. Das wird ein Hell in a Cell Match. Der Undertaker gegen Shane McMahon. Sollte Shane siegen, kriegt er die Kontrolle über Raw. Undertaker darf nie wieder bei WrestleMania auftreten. Und das wird nicht geschehen, keine Sorge. Viele Gründe sprechen für den Undertaker, unter anderem, dass Shane McMahon kein Vollzeit-Wrestler ist. Sollte Shane McMahon den Undertaker besiegen, heißt das sowas wie, Shane ist genauso stark oder stärker als Brock Lesnar? Niemals. Deswegen definitiv der Undertaker, es sei denn, ich tippe für den Undertaker, es sei denn, jemand mischt sich ein. Die Gerüchteküche ist wie immer am Brodeln vor WrestleMania und es wird gesagt, dass ein John Cena zurückkehren könnte. Jedoch war der Plan für dieses WrestleMania, dass John Cena gegen den Undertaker kämpft. Also, wenn John Cena gegen den Taker kämpfen wollen würde, wird er niemals Shane McMahon helfen. Er wird vielmehr Shane McMahon angreifen. Deswegen bin ich gespannt, was passieren wird. Was alles so passieren könnte. Wir wissen, dass Vince McMahon definitiv dabei sein wird. Er wird auch verhindern wollen, dass Shane sich den Kampf holt, den Sieg holt. Und wir schauen einfach mal nach, was da passieren wird. Dieses Match wird nicht das Beste sein. Das liegt unter anderem halt an Shane. Das liegt aber auch daran, dass der Taker nicht mehr der Jüngste ist. Die letzten Matches des Takers waren jetzt auch nicht die allergrößten. Aber trotzdem gehe ich mal von aus, dass wir nach diesem Match einfach staunen werden, egal wie das Ganze zu Ende gehen wird. Das wird interessant. Ich wette, die Einzüge von Shane McMahon und Undertaker werden länger dauern als der Kampf selber. Kommen wir nun zum Lame Event, Main Event des Abends, WWE World Heavyweight Championship. Der Champion Triple H muss seinen Titel gegen Roman Reigns verteidigen. Und die Arena wird toben. Aber nicht im positiven Sinne. Roman Reigns wird aus der Halle geboot. Der kommt nicht so an, wie die WWE es gerne hätte. Eigentlich will die WWE, dass wir alle für Roman Reigns jubeln.
Ich erkläre euch mal kurz, wieso Roman Reigns ausgebuht wird. Das ist eigentlich ganz einfach. Roman Reigns ist wie Brokkoli. Wir sind das Kind, welches Brokkoli nicht mag. Die WWE ist die Mama, die versucht uns Brokkoli schmackhaft zu machen und zwingt uns Brokkoli zu essen. Ganz einfach. Roman Reigns, niemand mag Brokkoli. Niemand mag Roman Reigns, jeder mag aber Brock Lesnar, der sich anhört wie Brokkoli. Vielleicht wird das Ganze ein guter Kampf, aber trotzdem wird es langweilig sein, weil im Main Event halt etwas ist, was wir nicht so sehen wollen. Da hat die WWE verpatzt. Das ist halt typisch WWE. Die WWE denkt sich eh, ach, die Arena wird so oder so voll sein, denn wir haben Fans. Irgendwann wird das aber nicht mehr so sein, wenn die WWE so weitermacht, verliert sie nämlich einen Fan, meine Wenigkeit, die Stimme, die ihr gerade hört. Also, ich hoffe, dass die sich was Großartiges eingefallen haben. Dieses Jahr wird es leider keinen Money in the Bank Gewinner geben, der uns von diesem Leid bei Main Event retten wird, wie letztes Jahr mit Seth Rollins. Da haben die Leute ja auch gechantet, Dankeschön Seth Rollins, dass er dazu gekommen ist und den Kopf eingelöst hat. Roman Reigns wieder mal im Main Event, vielleicht ist das auch der Grund, anstatt mal jemand anderen zu suchen, kommt jetzt Roman Reigns. Er wird der nächste John Cena, der einfach alles kriegt, was er möchte, und das ist scheiße. The Rock wird definitiv Roman Reigns nicht helfen, denn ihr habt die letzte Reaktion bei Raw eventuell miterlebt, er wurde ausgebuht. Er ist in die Menge der Gegner, der WWE-Gegner reingesprungen, nicht in die Zuschauer, sondern in die Wrestler. Und anstatt zu schreien, oh mein Gott, haben die Zuschauer geschrien, you still suck, du hast es immer noch nicht drauf, Roman, hau ab, du bist wie Brokkoli, niemand mag Brokkoli und The Rock wird ihnen definitiv nicht helfen, weil das wäre Karriereschaden für The Rock und für die Filme, weil man dann halt sagen würde, The Rock, ist das nicht der Typ, der Roman Reigns geholfen hat, um Champion zu werden? Bah, ich mag den nicht mehr. Das Management hat davor gewarnt, sagt man auch im Hintergrund, und deswegen werden wir den sehr wahrscheinlich nicht sehen. Vielleicht, wenn die Menge jubelt, was nicht sein wird, weil Brock, Oli mag niemand, Brock Lesnar mag jeder. Brock Lesnar sollte uns helfen, Alter, ohne Witz, ich finde Brock Lesnar sollte reinkommen, alle auseinandernehmen, auch wenn er kein Champion ist und auch wenn das Ganze disqualifiziert wird, super Ende, anstatt dass Roman Reigns Champion wird. Und wenn, dann wird der sowas von ausgebuht. Alter, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich höre schon jetzt die Buhrufe und boah, das wird heftig. Was ich mir auch schon vorstelle, ist, dass die WWE die Mikrofone der Zuschauer oder versucht, die Zuschauer allgemein ein bisschen runterzustellen. Das machen die gerne mal, wenn gebuht wird, obwohl gejubelt werden wird. Trotzdem, you still suck, Roman. Das war's mit Yankee 191 Wrestling Talk WrestleMania 32. Mal schauen, bei wie vielen Matches ich recht habe und bei wie vielen ich Unrecht habe. Auf Twitter @Yankee191 werde ich definitiv live twittern, während ich WrestleMania schaue. Wenn ihr dabei sein wollt, ihr seid gerne eingeladen. Wir können gerne alle zusammen tippen. Ich mache immer gerne eine Umfrage vor dem Match, wer siegen wird. Gucken wir mal nach. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten WrestleMania. Haut rein. Tschüss.